Das KZ Auschwitz-Birkenau gilt als größtes und tödlichstes Vernichtungslager des damaligen Deutschen Reiches. Hier wurden schätzungsweise 1,1 Millionen Juden, Sinti und Roma sowie Homosexuelle ermordet. Das Personal des Lagers zeichnete sich durch eiskalte Brutalität aus und war für unzählige Misshandlungen und Ermordungen an den Häftlingen verantwortlich. Doch selbst unter diesen Verbrechern stach Otto Moll hervor. Moll fungierte als Chef der Gaskammern und Krematorien von Auschwitz-Birkenau und war dafür bekannt, seine Opfer auf besonders grausame und perfide Art und Weise zu quälen, sowie anschließend zu ermorden. Unter anderem lockte er Kinder von ihren Eltern fort, um diese bei lebendigem Leibe in Feuergruben zu werfen, quälte totgeweihte junge Frauen und ergötzte sich an ihrer Todesangst oder hetzte Hunde auf wehrlose Insassen. In diesem Video geht es um die nahezu unzähligen grausamen Verbrechen von Otto Moll und der nach dem Krieg stattgefundenen Anklage sowie Bestrafung dieses Verbrechers. Otto Moll wurde am 4. März 1915 in einer kleinen Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern geboren. Nach seiner schulischen Ausbildung absolvierte er eine Lehre als Gärtnergehilfe und verrichtete anschließend im Rahmen des Reichsarbeitsdienstes gemeinnützige Arbeit. Im Mai 1935 wurde Moll Anwärter eines SS-Totenkopfverbandes, wobei er Ende 1936 offiziell in die SS aufgenommen wurde. Während einer Dienstfahrt wurde Otto Moll in einen schweren Unfall verwickelt und dabei lebensgefährlich verletzt, wobei er einen Schädelbruch erlitt und ein Auge verlor. Es gibt die These, dass Moll, bedingt durch beim Unfall verursachte Hirnschäden, fortan am Frontalhirnsyndrom litt, welches sich unter anderem durch stark verringertes Mitgefühl, abstumpfende Gefühle sowie allgemeine Enthemmung bemerkbar macht. Dies würde zum Täterprofil von Otto Moll passen, kann aber bis heute nicht bewiesen werden und ist allgemein umstritten. Von 1938 bis Anfang 1941 wurde Moll als Kommandoführer der Gärtnerei des Konzentrationslagers Sachsenhausen eingesetzt, wobei er dem Kommando von Rudolf Höss unterstand. Nachdem Höss zum Lagerkommandanten des Konzentrationslagers Auschwitz ernannt wurde, ordnete dieser im Mai 1941 die Versetzung von Otto Moll in sein Lager an, welcher zunächst noch für landwirtschaftliche Arbeiten zuständig war. Begünstigt durch Molls Brutalität und Skrupellosigkeit wurde dieser Mitte 1942 zum Blockführer der Strafkompanie ernannt und war hier für diverse Misshandlungen und Morde verantwortlich. Die Häftlinge der Strafkompanie mussten unter lebensunwürdigen Bedingungen schwerste Arbeit verrichten, bekamen verringerte Essensrationen und wurden zudem regelmäßig schwer misshandelt, wodurch eine Einweisung in diese Strafabteilung einem Todesurteil glich. Bevor im Jahre 1943 die insgesamt 4 großen Gaskammern von Auschwitz-Birkenau in Betrieb gingen, wurden ankommende Häftlinge in 2 provisorischen Gaskammern, Bunker 1 und Bunker 2 genannt, ermordet. Bei den beiden Gebäuden handelte es sich um einfache Bauernhäuser, in welche die Häftlinge eingesperrt und mit der Zyklon B getötet wurden, welches in Öffnungen an der Seitenwand geworfen wurde. In der unmittelbaren Nähe wurden Massengräber ausgehoben, in denen bis zum Herbst 1942 mehrere hunderttausend Leichen vergraben wurden, wobei diese zur Verunreinigung des Grundwassers führten und nachträglich exhumiert und verbrannt werden mussten. Moll leitete zeitweise die Vergasung der Häftlinge sowie die anschließende Beseitigung der Leichen in Verbrennungsgruben und war ein integraler Bestandteil des in Auschwitz durchgeführten Holocausts. Dabei zeichnete er sich bei der Behandlung der Häftlinge durch besonderen Sadismus aus, der ihm den Beinamen Henker von Auschwitz einbrachte. Bereits bei der Ankunft der Häftlingstransporte erschoss Moll häufig wahllos Gefangene, um sich in seinen Augen Achtung und Respekt zu verschaffen. Es sind diverse Augenzeugenberichte vorhanden, nach denen Moll regelmäßig durch die Menge der sich auskleidenden Todeskandidaten ging, um sich einige junge, nackte Frauen auszusuchen. Diese trieb er zu den Verbrennungsgruben,
weidete sich an ihren Ängsten und erschoss sie dann von hinten, sodass sie in die Grube fielen. Ein Zeuge berichtete, dass er bei einer solcher Aktionen eine Frau lebendig in die Feuergrube stieß und den anderen auf ihren Tod wartenden Frauen zurief: Schaut es euch genau an. Schaut euch alles gut an. Gleich werdet ihr genauso brennen wie die da unten. Ende März 1943 ging die erste der insgesamt vier großen Gaskammern samt Krematorium in Betrieb, welche die provisorischen Gaskammern sowie Verbrennungsgruben ersetzten. Otto Moll wurde zuerst jedoch nicht in den neu entstandenen Gaskammern eingesetzt. Der genaue Grund dafür ist bis heute ungeklärt. Von einigen Historikern wird eine Erkrankung Molls angenommen. Von September 1943 bis April 1944 war Moll in mehreren Nebenlagern von Auschwitz als Lagerführer tätig, bis dieser im Mai wieder nach Auschwitz-Birkenau zurückkehrte. Otto Moll übernahm die nächsten 5 Monate das Kommando über alle Gaskammern und Krematorien des Vernichtungslagers, wobei unter seinem Kommando mehrere hunderttausend Menschen getötet wurden. Zu dieser Zeit fand die nach Rudolf Höss benannte Operation Höss statt, bei der innerhalb von 56 Tagen 430.000 ungarische Juden ermordet wurden. Aufgrund von politischen Spannungen wurde Ungarn im März 1944 vom Deutschen Reich annektiert und die dort lebenden Juden im bisher nie dagewesenen Ausmaß in Vernichtungslager deportiert. Die Anzahl der ankommenden Menschen konnte selbst in Auschwitz nicht bewältigt werden und die Kapazität der Gaskammern und Krematorien kam an ihre Grenzen. Es wurden Massenerschießungen durchgeführt, bei denen die Juden zu Verbrennungsgruben geführt und dort ermordet und direkt verbrannt wurden. Otto Molls grausame und sadistische Verbrechen erreichten zu dieser Zeit ihren Höhepunkt und wurden später von zahlreichen Augenzeugenberichten bestätigt. Moll lockte Kinder mit Süßigkeiten von ihren Müttern fort, um diese lebendig in die Feuergruben zu werfen. Mehrfach soll er Säuglinge auch vor den Augen der Mütter totgetreten oder an Betonwänden zerschmettert haben. Er hetzte Schäferhunde auf nackte Frauen, die von diesen zerfetzt wurden, und ergötzte sich dabei am Anblick. Moll bezeichnete die Verwendung von Zyklon B bei kleineren Menschengruppen als Verschwendung und ließ diese teilweise lebendig in die Feuergruben stoßen. Otto Moll war dafür bekannt, sich immer neue Methoden auszudenken, um Menschen besonders grausam zu quälen sowie zu ermorden. Er erschlug teilweise ganze Menschengruppen mit Eisenstangen, übergoss Menschen mit Benzin und zündete sie an oder trieb einzelne Personen gezielt in Elektrozäune. Kranke und alte Menschen wurden von Moll und seinen Untergebenen auf Lastwagen zu den Verbrennungsgruben gebracht und lebendig in die Flammen gekippt. Besondere Belustigung empfand er am sogenannten Froschschwimmen, bei dem er seine Opfer in die Teiche trieb und diese dazu zwang, unter ständigem Quaken so lange zu schwimmen, bis diese vor Erschöpfung ertranken. Personen, die versuchten, an Land zu kommen, wurden erschossen. Ende 1944 wurde Otto Moll vom ebenfalls als extrem grausam beschriebenen Erich Musfeld abgelöst und wieder in einem Nebenlager von Auschwitz eingesetzt. Im Januar 1945 kam er zeitweise ins Konzentrationslager Ravensbrück und war hier für die Vergasung von rund 2500 weiblichen Häftlingen verantwortlich. Ende Februar wurde Moll in einem Außenlager des Konzentrationslagers Dachau eingesetzt, ermordete und misshandelte hier Dutzende Häftlinge. Ende April leitete er einen Todesmarsch von Dachau nach Tirol, auf dem mindestens 120 Zwangsarbeiter erschossen wurden. Otto Moll wurde im Mai 1945 verhaftet und am 15. November im Dachau-Hauptprozess angeklagt. Gegenstand der Anklage waren seine in Dachau und dem anschließenden Todesmarsch begangenen Verbrechen. Otto Moll wurde nie für seine unzähligen in Auschwitz begangenen Taten zur Rechenschaft gezogen. Während des Prozesses stritt er die ihm zur Last gelegten Verbrechen vehement ab und zeigte keinerlei Anzeichen von Reue oder Mitgefühl. Otto Moll wurde am 13. Dezember 1945 zum Tode durch den Strang verurteilt und am 28. Mai
1946 im Kriegsverbrechergefängnis Landsberg gehängt. Im Rahmen des Holocaust haben sich unzählige Personen durch grausame Taten einen unrühmlichen Namen gemacht. Doch selbst unter Verbrechern gibt es wohl kaum eine Person, die so grausam und sadistisch wie Otto Moll war. Moll war eine abgrundtief bösartige Person, gefühlskalt sowie hemmungslos und steht stellvertretend für die dunkelsten Seiten des systematisch durchgeführten Holocausts. Es zeigt die schlimmste Seite des Menschen und warum sich solche Verbrechen nicht wiederholen dürfen.